Du musst kacken, Jana, beeil dich. Das stinkt doch bestimmt ganz furchtbar. Jonas, komm! Fuck, was ist? Ja, den hat's halt irgendwie dumm hingehauen oder so. Scheiße. Junge, bist du da runtergesprungen oder was? Was ist denn in Frankreich die Notarztnummer? Freunde, hier will erstmal. Ach nee, erstmal ein normales Intro. Gott, ich bin so verplant. Willkommen back auf meinem Channel. Ihr fragt euch bestimmt, warum sitze ich hier und föhne meine Klamotten? Das ist eine ganz, ganz einfache Antwort. Und zwar, gestern waren alle im Pool. Wir haben ja einen Pool hier in der Villa, wie ihr hoffentlich wisst. Wenn ihr es nicht wisst, dann müsst ihr euch meine Roomtour von der Villa hier anschauen. Alle waren da, das Kamerateam, alle Schauspieler, alle waren in diesem Pool, außer ich. Also wirklich alle, mit Ausnahme von mir. Und ich saß halt neben dem Pool auf einem Stuhl mit diesen Schuhen, der kurzen Hose und dem Hemd. Und langen Socken. Das seht ihr auch in diesem Snap hier. Also saß ich dort und habe eben diese Story gemacht, so wie ihr es gerade gesehen habt. Und irgendjemand kam dann auf die witzige Idee, sich meinen Fuß zu schnappen und mich samt Stuhl mit Klamotten und Handy in den Pool zu ziehen. Und wir haben gleich eine wichtige Szene für Klassenfahrt. Aber du weißt schon, dass ich deine Lehrerin bin und dass du mir vertrauen kannst, richtig? Ja, aber sie können mir da, glaube ich, nicht helfen. Das ist... Also ich glaube schon, dass ich dir helfen kann. Also erzähl es mir doch erstmal. Ich muss jetzt alles trocken füllen in den nächsten 20 Minuten. Okay, Freunde, Jonas hatte ja gesagt, dass ich es nicht schaffen werde, ihn nochmal zu pranken. Also er hat so mit Handschlag, wir haben so gewettet, dass ich es nochmal schaffe. Ich habe jetzt hier so Blutkapseln, das sind so kleine Kapseln, auf die ich drauf beißen kann. Und gehe jetzt hoch und tue dann so, als würde ich ausrutschen. Die drehen gerade, also ich werde während die drehen ins Bild laufen, von Kreisklassenfahrt sozusagen. Werde dann drauf beißen und dann so Blut auf den Boden spucken und so einen auf. Ich hätte mich übel verletzt, ich habe einen Zahn verloren, da soll ein Krankenwagen. That's it. Und wir haben nicht viel Zeit, weil es die letzte Szene heute von Kreisklassenfahrt ist. Ah, okay. Leute, wir müssen es jetzt machen. Morgen wird es viel zu stressig, morgen ist Abreisetag. Wir machen es jetzt einfach. Ich hoffe, dass es irgendwie klappt. Das wäre so wack, wenn ich es nicht schaffe, ihn noch zu pranken. Ey, wie viel soll ich in meinen Mund tun? Drei! Keine Ahnung, was du meinst. So viele, dass es unauffällig ist. Fang mich mal an. Ja. Passt auf jeden Fall. Geht noch eine? Hast du eine? Riesen. Tutuli! Ich hab zwei, komm. Ja, ich muss wieder kommen. Ja, egal. Okay, aber ich hab jetzt zwei Blutpillen im Mund. Da vorne sind die. Soll ich offensichtlich filmen oder du? Ja, nee, so ein bisschen. Aber wir vloggen ja eh, da weiß ihr, was ich filme. Ich geh hin und stolper ich. Und dann, wir warten aber, bis die Klappe ist und bis die Schauspieler. Dann laufe ich ins Bild. Zeig das nochmal kurz an. Also wir warten, bis die Klappe ist und bis die richtig Schauspieler und es losgeht. Und dann geht's los. Soll ich doch noch einmal rein? Digga, das ist einfach scheiße, deine Kamera. Ja, kann ich nichts machen. Die fokussiert immer nach Suaheli. Haha, Alter! Jonas ist gerade gar nicht da. Ey, wo ist Jonas? Drin. Kommt der jetzt? Ja, wir drehen. Ja, aber kommt der gleich dahin? Ja, aber ist Jonas dabei? Doch, muss er, weil wir pranken ihn hier. Jo. Jonas? Nathan wollte ich noch pranken. Der probiert nachher mit Blutkapseln hinzufliegen vor dir und probiert dich damit zu pranken. Also, spiel einfach mit, okay? Ey, warte mal, weiß Nathan das jetzt oder weiß ich es nicht? Nein, Nathan weiß es nicht. Er denkt, er prankt dich. Okay? Also, Nathan denkt, er prankt dich wirklich. Nathan prankt dich wirklich und denkt, es wäre, also dass du drauf reinfällst. Okay, warum und du musst einfach mitspielen. Warum sagst du mir das? Ihr habt doch eine Wette, oder? Ich will nicht, dass Nathan gewinnt. Okay. Achso, okay, also er denkt, er prankt mich wirklich. Okay. Ja, genau. Also müsste ich mir nur... Du musst einfach nur mitspielen und so tun, als ob du drauf reinfällst, was er jetzt gleich macht. Kannst du machen? Achso. Okay. Ja? Okay. Aber ich hab schon eine von Ryan geschickt, da bin ich jetzt... Jonas, das ist nicht oben. Nee, er ist gerade doch draußen Oberkörper frei genommen, weil er irgendwas gedreht hat. Fuck, wo ist Jonas? Ich muss vielleicht sehe ich das mit Denise gerade. Ja, aber da ist er nicht dabei. Ja! Du musst kacken, Jana, beeil dich. Das stinkt doch bestimmt ganz furchtbar. Okay, Leute, wir haben jetzt quasi überlegt, dass wir, also das ist ja quasi, also jetzt... You had your...
Überraschend für mich, aber es ist ja quasi ein Prank im Prank im Grunde. Wir haben jetzt überlegt, dass wir es so machen, dass er, also der hinter der Kamera ist, wird jetzt gleich Nathan sagen, er soll sich hinlegen und den Unfall simulieren. Er wird mich dann holen und ich werde dann so tun, als würde ich mich richtig erschrecken. Ich werde dann zu Nathan laufen und dann so, oh mein Gott, dann werde ich irgendwie den Krankenwagen rufen und werde sagen, irgendwie ein Einsatz, 10.000 Euro oder so. Und dann wird Nathan hoffentlich mega Angst kriegen, weil er denkt, ich bin auf den Prank reingefallen. Das ist also so ein Prank im Prank, ich hoffe, ihr versteht das. Deswegen, also du musst jetzt gleich zu Nathan gehen und ihm dann entsprechend einfach. Dann let's go. Viel Spaß. Ah ja, Freunde, wir pranken jetzt Jonas. Wir versuchen es. Ich habe hier schon ein bisschen Blut an den Händen. Jetzt habe ich hier so Pulver, was anscheinend Wasser so zu Blut färben soll. Auf jeden Fall werde ich mir das gleich in den Mund tun und hier auch überall hinschmieren. Und dann holt mein Kameramann Jonas und sagt ihm, ja, Nathan ist hingefallen, da ist überall Blut, bla bla. Und dann wird Jonas kommen und sage ich, ey, wir brauchen einen Krankenwagen. Das ist schon der ganze Prank. Wir versuchen das, vor allem ich und Jonas hatten eine Wette, dass ich es nicht schaffe, ihn zu pranken. Und wir machen das jetzt aber. Okay. Ja, dann hole ich ihn jetzt. Also, leg du dich mal dumm hin. Ja. Ich dachte, da ist Blut drin. Versteck die Kapseln. Okay, ja. Hol ihn mal. Soll ich jetzt so richtig... Ja. Nathan. Mhm. Nathan. Hey, ne? Mhm. Soll ich jetzt so richtig overacten? Fuck, Nathan. Mhm. Jonas. Mhm. Okay. Was Nathan aber ja nicht weiß, dass Jonas eingeweiht ist. Was mein Kameramann allerdings nicht wusste und dementsprechend ich natürlich auch nicht, ich wusste ja noch nicht mal, dass Jonas überhaupt weiß, dass ich ihn jetzt pranken möchte, war, dass Jonas einen Prank zurückgeplant hatte. Und was genau Jonas geplant hatte, seht ihr jetzt. Das ist zu krass geworden, es ist zu witzig und es ist so viel schief gelaufen. Am Ende sind meine AirPods kaputt gegangen. Also renne ich jetzt mal panisch hin, ne? Jonas! Komm mal schnell! Komm mal schnell! Nathan hat's hingehauen. Wir müssen mal gucken. Ey! Jonas, komm! Fuck, was ist? Ja, den hat's halt irgendwie dumm hingehauen oder so. Scheiße. Jonas. Was? What the fuck? Jonas! Junge, bist du da runtergesprungen oder was? Ja. Scheiße, ruf mal Krankenwagen bitte. Okay, fuck, fuck. Habt ihr ein Handy? Was? Habt ihr ein Handy? Alter. Gesehen habt, habe ich gerade Jonas mein Handy aus meiner Hosentasche gegeben. Und das war alles Plan von Jonas seinem Prank zurück an mich. Das ist, dass das funktioniert hat, ist so crazy. Ja, viel Spaß beim Zugucken. An der Stelle, Jonas, ich werde dich auf jeden Fall hart zurückpranken. Und an alle Zuschauer, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Wenn ihr das Video noch nicht geliked habt, nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und folgt mir auch auf Instagram, da ist ich KeksTV. Okay, warte, ich... Ein Taschentuch oder sowas? Was ist denn in Frankreich die Notarztnummer? 112, kommt Europa. Taschentuch? Schau mal, ey, hol doch mal ein Taschentuch oder so! Hier, warte, hier. Just a prank, bro. Guck mal ihn an! Okay, soll ich dir was zeigen? Komm mal her. Hier, guck dir das an. Du hast einfach niemand angerufen. Doch, okay. Komm! Ich hasse euch! Ja! Jetzt noch den Prank! Scheiße! Ich hab einen AirPods mit! Nein! 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 Ich hab trocknen! Nein! Ich hab trocknen! Nein! Das ist scheußen doch! Das läuft doch! Das sieht aus dem Kerl aus! Nein! Scheiße! Wenn ich das Auto morgen zum Drehen brauche. Trockene Haare in der Sonne. No! Alter, ihr wollt mich verarschen. Ey, Jonas, wie gut. Nein, ich gehe lieber weg, dann wollen wir auch einen Fußflieger. Aber ey. Scheiße, du warst so ein cool, Junge. Der Parker ist noch so. Als ob ihr mich einfach so auseinandergenommen habt. Damit habe ich ja so null gerechnet. Hä? Ja, Leute, ich würde sagen, war ein nicer Prank. Alter, ich lieg den ganzen Tag mit Klamotten im Pool wegen dir. Hä, woher wusstest du das? Was denn? Dass ich dich pranken will. Du hast ja nicht mal den Notarzt gerufen. Du kannst dich bei deinem Kollegen bedanken. Was ist los? Du hast ihm das so gesagt. Das nee. Ist ja das Lächerlichste, was ich je gesehen habe. Alter, ihr habt mich in den Pool. Das hab ich so gar nicht gedacht. Ey, und ich hab jetzt über das rote Kackzeug auch noch. Scheiße. Ja, okay, aber ich werde es noch schaffen, mich zu pranken. Wenn ich es schaffe, was kriege ich? Was
Was habe ich noch in der Tasche? Im Zweifel kriegst du AirPods bezahlt, wenn die kaputt gegangen sind. Das ist so wack, ne? Ich hab's einfach so durchgezogen, ne? Das ist so wack. So lustig, wie du drauf reingefallen bist. Du, hier, guck mal, geh mal was gucken. Gehst du und nicht so, hä? Was willst du denn? Lol. Auch noch, dass du mein Handy aus meiner Tasche nimmst. Ja, genau. Und ich mitspiele. Habt ihr so geplant alles? Ja. Ihr hattet das geplant? Ja, ja, das haben wir geplant. Dass am Pool ist, dass ihr mein, mein Handy aus der Tasche nimmt? Ja. Niemals. Und habt ihr es aufgenommen? Habt ihr, ja. Habt ihr es auf Kamera wieder das geplant? Naja, nee. Ja, das nicht möchte ich das. Nein? Aber ihr hattet es geplant? Ja. Alter, ihr seid ja so behindert, ne? Cool. Ja, cool. Es geht weiter mit dem Vlog, ich muss mich mal kurz umziehen. Nee.